Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß Leute, ich habe mich jetzt längere Zeit bei euch nicht gemeldet. Ich hatte letzte Woche bzw. auch diese Woche ein bisschen viel Arbeit, ein bisschen viel Stress, obwohl ich euch versprochen habe in dem Sinne, dass ich jeden zweiten Tag einen Vlog raushaue. Habe ich es jetzt leider nicht geschafft, aber heute gibt es wieder ein schmackhaftes Reaction-Video, denn mein absoluter Top-Produzent, Lieblings-DJ, den kennt ihr ja mittlerweile schon, Will Sparks hat zwei neue Videos veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal und eins von diesen zwei Videos werde ich heute mal reagieren bzw. mit euch zusammen anschauen, denn er hat ein Video rausgebracht über seinen Track Senseless. Ich blende euch jetzt mal kurz den Track ein. Zwar reagiere ich nicht auf das Video an sich oder auf den Track an sich, sondern er hat ein Video rausgebracht, wie er diesen Track produziert hat. Und das finde ich ganz interessant als Produzent, also ich als Hobbyproduzent, mal zu sehen, wie ein Profi produziert. Ich habe mir das Video mal ganz kurz schon angeschaut. Ich habe das Video sofort gestoppt, weil ich einfach gedacht habe, hey, ich muss das mit euch zusammen anschauen. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die das auch interessiert, wie ein Profi, also meiner Meinung nach ein Profi, obwohl er ist eigentlich schon Profi, er legt ja schon weltweit auf. Mich interessiert es halt mal, oder vielleicht auch euch, wie er produziert, wie ein Profi produziert. Ich kann euch jetzt schon sagen, er produziert zu 80% auf seinen Laptop, auf seinem MacBook, denn er ist ja, ich glaube, in der Woche 3 oder 4 Mal auf irgendwelchen Gigs und natürlich muss er auch wieder neue Tracks produzieren. Er ist ja, soweit ich weiß, unter dem Plattenlabel Spinning Records unter Vertrag und da gibt es wahrscheinlich auch eine Klausel, beziehungsweise im Vertrag steht wahrscheinlich auch so, hey, du musst 1 oder 2 Tracks im Monat releasen, veröffentlichen und wir schauen uns das Ganze mal an, wie er den Track produziert hat. Es geht zwar nur 7 Minuten 46 das Video, er wird wahrscheinlich nicht auf jedes einzelne Detail drauf eingehen, wie Kick, Bass und so weiter, aber ich denke mal im Groben und Ganzen werden wir heute ein bisschen was erfahren, wie er diesen Track produziert hat und ich würde sagen, los geht's. Fuck you, Alter. Ach ja, diesen hier. Mache ich auch immer bei irgendwelchen Live-Mixen oder sowas. Mache ich immer diesen hier beim Drop. Das habe ich auch von ihm. Das ist schon so, wie soll ich sagen, so eine Sucht. Immer beim Drop, immer so mit den Händen so rumfuchteln. Keine Ahnung, ist bei mir krank. Hey guys, I'm Will Sparks. And der Bounce Scott. So this track dates back 1.5 years or so now. The exact time I started this was when I was on a plane as usual and I watched this movie called Passengers and I got really inspired by the scoring of that movie and I decided to start making something cinematic. So obviously if you know the track, I open straight away with some strings and hoppala. Also, die, wo es nicht wissen, das ist das Programm Cubase. Kenne ich auch viele, die mit Cubase arbeiten. Ist ein bisschen teurer als FL Studio, aber ich glaube, das teuerste von allen ist Ableton. Also, die drei Musikprogramme kenne ich oder sind eigentlich so die gängigsten. Ich könnte mal, wenn ihr drauf Bock habt und wenn es euch mal interessiert, wahrscheinlich interessiert es keinen von euch. Wenn ihr mal drauf Bock habt, könnte ich mir mal die 30-Tage-Demo-Version runterladen von Cubase. Und ich kann ja mal versuchen, ob ich es schaffe, irgendeinen Drop mit diesem Programm hinzubekommen. Wie gesagt, ich habe noch nie mit dem Programm gearbeitet. Ich habe es zwar schon ab und zu mal gesehen, wie zum Beispiel jetzt bei Will Sparks. Ich glaube, Timmy Trumpet arbeitet auch mit Cubase. Krunk, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, arbeitet auch mit Cubase, also ich kenne echt viele, was heißt kennen, ich sehe viele Produzenten, die mit Cubase arbeiten. Basically, I did most of my cinematics. Ach ja, und man sieht es auch hier schon, er produziert halt alles mit dem Laptop, weil er, wie gesagt, immer auf Tour ist, ziehe ich echt den Hut ab vor ihm, dass er das unter der Tour, beziehungsweise im Flugzeug, im Zug, im Auto, im Taxi, was weiß ich, überall, wo er mal ein paar Minuten Zeit hat, hockt er sich wahrscheinlich an den Laptop und produziert. So wie ich das kenne oder mitbekommen habe, machen es jetzt die Künstler so, weil die haben ja jetzt kein professionelles Studio-Equipment dann im Hotelzimmer oder im Taxi. Sie werden irgendwelche Connections spielen lassen und sagen so, hey, zum
weiß nicht, zum Manager oder so. Ich habe jetzt das Instrumental, ich habe den Job, ich habe alles fertig. Ich brauche jetzt nur noch eine Vocal. Kümmere dich drum, schick mir eine zu per Wave oder MP3-Datei. Ich bastel die noch in den Track ein und release den dann. Also ist eigentlich schon hart, weil er produziert am Laptop und kriegt mehr hin als ich. Eigentlich schon traurig. Nexus, they have some great expansions. Also Nexus ist der Synthesizer, den you know, benutze ich auch in FL Studio. Just find what works well with what. So basically here I've got a choir, some strings and a bass to. Hier unten seht ihr schon die ganzen Effekte. Moment, ich gehe nochmal. Ah, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Also hier unten zum Beispiel der Nexus, der Synthesizer. Ich habe noch die erste Generation, ich sehe gerade, es gibt schon eine zweite. Muss ich mir mal anschauen. Hier unten zum Beispiel der Kompressor, Equalizer, irgendwelche Filter und so weiter. Also hier kann man anscheinend die ganzen Effekte reinladen. Gut zu wissen. Also wie gesagt, wenn ihr drauf Bock habt, kann ich gerne mal die 30-Tage-Testversion mir runterladen. Und mal versuchen, ob ich da irgendwas hinbekomme. Aber ich bezweifle es. A bass to bring in some low end. If we put them all together. Schöne Strings. I actually got lucky there at the end. It's got some sort of arpeggiating up and down when I did these chords, and it sounded great in the end. They were actually just my piano chords. I put them onto my string channel, and yeah, it kind of went up and down like that. So that worked out really well. I had an 808 come in here and kind of set the mood, and then that little vocal starts. I wanted something really dark, really cinematic, kind of movie scorey sounding. Also das habe ich jetzt gemeint mit diesen Vocals. Hier, Vocal Wet 1, bla bla, das hat wahrscheinlich irgendwer ihm zugeschickt, irgendwer kurz aufgenommen für ihn. Vermute ich mal. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute mal, dass er die bekommen hat. Und hier kann man es auch sehen, Kashmir White Noise. Das heißt, er arbeitet auch mit Sample Packs. Gut zu wissen. Pretty random vocal. That's kind of what I put together. You got to start with your strings, have your choir, have another string layering, because that string sound is just flat. There's no metronome in that. Got it. Now another thing I want to go through, because I went through build-ups in the last tutorial. They're pretty similar, you know. I've got my snare build. Okay, also hier kann man zum Beispiel auch sehen, er benutzt jetzt da keinen, wie sagt man da, vorgefertigten Build-Up, sondern er hat den selber zusammengebastelt. Hier immer schön nach und nach, immer mehr. Und das alles am Laptop. Ich schaffe das nicht mal am PC. Gut, ich schaffe schon, aber der Release halt echt zwei Songs im Monat, glaube ich. Jetzt am Freitag, also kommenden Freitag am, was haben wir denn da? Am 24. Mai released er schon wieder einen neuen Track. Absolut krank. Ich werde ihn natürlich wieder kaufen, also eh klar. Und jetzt schauen wir mal, was er noch da so in dem Track verbastelt hat. Just a lot of cutting and chopping really, mixed with a bunch of rises and what have you. The next thing I'm going to go through would be the bass. Now, I pride myself in this bass. It was Alter, wie viele Spuren hat der bitte? Process, it kind of, like anything, everything happens kind of by mistake. You just keep on mucking around and things kind of come together. So it has a low end and a high end to it. So the low end, schöner Bass, was made through Operator, which is built-in instrument within Ableton. I got it sounding to the point where I had a... Moment, habe ich mich jetzt gerade vertan? Wenn ja, wäre das mega peinlich. Ist es jetzt Ableton oder Cubase? Leute, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Schreibe ich es auch noch falsch. Ableton. Und wie sah Cubase aus? Okay, Leute, ich habe mich vertan. Mein Fehler, es ist Ableton.
Genau, das war andersrum. Ableton ist, oder beziehungsweise Cubase ist das, ich glaube, mit das teuerste Musikprogramm. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Cubase war das. Really nice low feeling to it, and left enough room for. Das heißt natürlich, ich wäre natürlich 30 Tage, wenn ihr drauf Bock habt, auf Ableton einen Track beziehungsweise einen Drop probieren und nicht auf Cubase. Some high-end to go on top bass layer. So yeah, this bass layer together. It's quite a harsh sound, but it really works well with the low and the top. So I made this through Microtonic. This is an amazing plugin for everything, especially high-end kind of stuff and loops, perks, drum loops, you name it, it's got everything. And that's how the bass came together. Let's get into the breakdown. This breakdown was a big drawing session for me, because Also as das you Video know, ist I play natürlich jetzt piano. nicht so informationsreich, aber ich finde es So I brought trotzdem my full geil, dass bass er back in. sich Zeit nimmt, seinen Zuschauern, seinen Fans zu zeigen, wie er sowas produziert. Allein, ich kann es immer wieder sagen, dass er mit dem Laptop produziert. Absolut geil. Absolut krank. Geiles Klavier. Alter. Junge. Wo war das jetzt? Hier. Gönnt euch das mal. Also, ihr wisst, ich kann kein Keyboard spielen. Ich glaube, es wäre einfach vorteilhafter, Keyboard zu lernen. Aber ich will es natürlich auch ohne probieren und ohne Keyboard spielen können und probieren. Und Alter, zieht euch das mal rein, Leute. Also, für mich als Nicht-Keyboard-Spielender ist das schon krank. Allein die ganzen einzelnen Noten. Die einzelnen Töne, das sieht ja aus wie zusammengepresst. I basically just started with that note and added on top, and then added and added, and you see it keeps coming back here, and I kind of stay in that same line. Ah, er hat immer die gleichen Töne genommen, also hier die hier, rüber kopiert und hat dann da noch. Ah, und immer wieder was eingefügt. Aha, so ein Fuchs also. But when it gets a bit more complex, I was literally playing, stopping, playing, hearing if it sounds right. Geil. Boah, das ist, also wenn er jetzt nur dieses Klavier released hätte, wäre perfekt zum Einschlafen. Es ist so geil. Jetzt hau mal den Drop raus, Mann. So there's no limit to what you can do within a MIDI track, right? You can draw, listen, if you know your sound and if you can hear the notes going together, then you have no limitations. That was really the breakdown. I added every sound, I just added a little more of an element compared to the intro. The leads. Bit of a plucky lead. Second one I used lethal. Geil. Pretty simple processing with the lethal So, was hat er hier plugins. alles? Ach du Scheiße. Kompressor, Equalizer, nochmal ein Equalizer. Da drüben war, glaube ich, nochmal ein Kompressor, ein paar Delays und Hall war dabei. Junge. Ah, Akustikgitarre. Das ist der geilste Part vom Song. With my sidechain again, like the last tutorial, I send everything through my compressor to a channel which contains just a short clap. And the great thing for sidechaining through your compressor is I really kind of test it through the threshold and the ratio, obviously the attack and release too, but it's a good way to find where it really fits well and where it pops the best. The structure of this track, I mean, there's three drops and it's quite a journey. To all the producers at home, you don't have to copy everyone else. Really, you just think about what you would want to hear on a dance floor. I get so frustrated when I hear a song and it's really short and
each drops is the exact same. Like, why does it have to be the exact same every time? It's not very creative, and plus you've got this whole, you know, creation you're doing. Why not just add certain things to give it that bit extra, you know? So the first drop, the second drop, kranker Bass. And the third drop. Krank. Krank. So there you have it, a short walkthrough. Jetzt kommt's, Leute. Thanks for watching, and I'll do another one next week. Alter, gönnt euch das! Woo! Heftig geil, Leute. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Video ist auch jetzt schon zu Ende. Es ging eigentlich nur 7 Minuten 46. Ich habe jetzt hier Videomaterial von 23 Minuten, weil ich mich ungefähr 1 Milliarde Mal versprochen habe. Aber ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Wir gehen jetzt langsam Road to 500 Abonnenten. Freue ich mich schon. Mega geil. Kommt natürlich ein kleines Special für euch. Jetzt will ich von euch nur noch wissen, ist irgendein Will Sparks-Fans unter meinen Zuschauern? Wenn ja, gern mal in die Kommentare. Ich melde mich ab, Leute. Haut's rein. Ich melde mich zum Wochenende wieder. Bis dann. Und ciao. Fuck you, Alter.